Darum ist eine Füllung so problematisch. Wenn du eine Füllung bekommen musstest und jetzt nichts änderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du unter dieser Füllung eine neue Karies bekommst. Das nennt man dann Sekundärkaries. Das heißt, deine jetzige Füllung muss wieder rausgebohrt werden, die Karies darunter muss entfernt werden und es muss eine, jetzt noch größere, Füllung gemacht werden. Und das geht immer so weiter und weiter und weiter. Die Füllung wird also immer größer, größer, größer und irgendwann brauchst du eine Krone oder aber die Karies darunter geht irgendwann so tief, dass sie bis auf den Nerven geht und dann muss eine Wurzelkanalbehandlung gemacht werden. Das ist in der Regel nicht nur eine sehr unangenehme Behandlung, sondern der Zahn ist dann hinterher auch tot und der tote Zahn ist ein chronischer Entzündungsherd in deinem Körper. Diese chronische Entzündung kann aber auch wieder akut aufflammen, sodass du wieder Schmerzen bekommst an diesem Zahn und das Ende vom Lied ist, dass dieser Zahn irgendwann gezogen werden muss. Und das Ganze fing an mit einer einzigen Füllung. Darum ist es so extrem wichtig, zu verstehen, warum man diese Füllung bekommen musste, also was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat und wie man es jetzt richtig machen kann, damit keine neue Karies entsteht. Und wenn du dafür Tipps und Hilfe haben möchtest, dann schreib mir gerne eine PN.